Herzlich willkommen hier zum Vertiefungsformat zum Thema Quantencomputing. Wir werden heute zu dritt in das Thema nahebringen. Zum einen Jonas Klamroth vom FZI. Er beschäftigt sich maßgeblich mit dem Thema Verifikation von Quantenanwendungen. Dann ist Max Scherer mit dabei, der sich in seiner Arbeit mit Modellierung von Quantenanwendungen beschäftigt. Und ich selbst, Oliver Denninger, beschäftige mich mit Fragen des Software-Engineerings von Quantenanwendungen. Was wir Ihnen heute vermitteln möchten, ist zum einen eine kurze Einführung in das Thema Quantencomputing, dass Sie die Grundlagen verstehen und auch dann daraus ableitend verstehen, was sind eigentlich die Themen der Programmierung und was ist die Perspektive, die man sich mit Quantencomputing erhofft. Und Jonas Klamroth und Max Scherer werden dann Beispiele bringen der Programmierung, sodass Sie hier auch einen Einstieg finden und das Thema grundlegend verstehen. Und am Ende werden wir Ihnen dann auch noch so ein bisschen auf Anwendungen und die Perspektiven, die Quantencomputing dafür bietet, eingehen. Konkret, ich werde beginnen zu Grundlagen, immer auch ein bisschen den Unterschied zu konventionellen Computerarchitekturen zeigen, werde dann insbesondere darauf eingehen, was sind die Charakteristiken aktueller Quantencomputersysteme, also wo stehen die Systeme aktuell. Dann Programmierung wird es darum gehen, wirklich auf sehr, sehr niederer Ebene direkt die Quantenschaltkreise zu adressieren und zum anderen dann auch mal zu zeigen, was sind eigentlich so High-Level-APIs, die es momentan gibt, wie kann man die einsetzen, was leisten die. Und dann natürlich auch noch, was sind so typische Anwendungsfälle, wo man eben eine große Perspektive sieht für Vorteile durch den Quantencomputer. Am Ende werden wir auf Fragen von Ihnen eingehen. Sie können gerne während des gesamten Vortrags schon per Chat Fragen stellen. Wir werden sie dann gesammelt am Ende beantworten. Beginnen wir mit den Grundlagen des Themas Quantencomputing. Da ist das erste natürlich die Frage des Qubits, des Quantenbits. Wenn man sich erinnert, konventionelles Bit in einem konventionellen Rechner kennt genau zwei Zustände. Es ist entweder 0 oder 1. Wenn man dazu jetzt vergleicht, ein Quantenbit kennt auch erstmal zwei Grundzustände. Das ist der Grundzustand 0 und dann ein energetisch angeregter Zustand 1. Da benutzt man, das sehen Sie hier unten auf der Folie, so eine, man nennt es Cat-Schreibweise mit Strich und dann schließender Klammer, um das auch ein bisschen abzugrenzen von einer Darstellung von einem klassischen Bit. Und jetzt kommt das Interessante beim Quantenbit. Es kann natürlich nicht nur in diesen beiden im Grundzustand oder im angeregten Zustand sein, sondern es kann sich auch irgendwo dazwischen befinden. Es kann die Zustände auch gleichzeitig einnehmen. Und man benutzt da zur anschaulichen Darstellung eigentlich gern diese sogenannte Bloch-Sphäre. Das ist die Kugel, die Sie hier sehen. Der Grundzustand 0 ist oben am Nordpol, der angeregte Zustand 1 ist sozusagen unten der Südpol und man kann jetzt eigentlich, das Qubit kann beliebige Punkte auf der Oberfläche dieser Kugel einnehmen. Das als anschauliche Darstellung, was so ein Qubit leisten kann. Dann möchte ich übergehen zum Thema Messen, auch ein sehr wichtiges Thema, wenn man Quantencomputing verstehen möchte. Ich habe jetzt hier mal so ein kleines Schaubild. Das ist eine typische Darstellung, wenn wir von supraleitenden Quantenrechnern sprechen, die also mit Quantengattern arbeiten und dann durch Schaltkreise programmiert werden. Sie sehen die horizontalen Linien. Da haben wir oben ein Q0, das ist ein Qubit. Und die horizontale Linie zeigt den Zustand des Qubits. Und wir haben unten ein konventionelles Register im Vergleich dazu, was mit C dargestellt ist. Und der graue Kasten zeigt einfach eine Messoperation. Das heißt, ich habe mein Qubit, es ist im Grundzustand, ich messe es und das Ergebnis wird in das konventionelle Register geschrieben. Jetzt ist das Wichtige zu verstehen, ich hatte ja gerade eben erwähnt, ein Qubit kann im Grundzustand 0 oder im angeregten Zustand 1 sein oder irgendwo dazwischen. Wenn ich es allerdings messe, werde ich entweder den Grundzustand oder den angeregten Zustand erhalten. Also ich kann nicht messen, dass es sich in irgendeiner Form in einem Zwischenzustand befindet. Von daher kann ich das Ergebnis auch immer in ein klassisches Register schreiben. Wenn wir jetzt das Beispiel sehen, das ist jetzt erstmal die Wahrscheinlichkeit für dieses Beispiel hier. Also mein Qubit 0 ist in einem Grundzustand, es ist nicht energetisch angeregt, also gehe ich davon aus, beim Messen zu 100% eben diesen Zustand 0 zu bekommen. Wenn ich mir jetzt aber eine Messung auf einem realen Quantencomputer anschaue,
dann sehe ich, dass ich nicht exakt bei 100% bin, um diesen Grundzustand 0 zu messen, sondern ich sehe auch, dass ich gelegentlich, wenn ich das wiederholt durchführe, auch den Zustand 1 messe. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass ein realer Quantencomputer, wenn man Messungen des Zustands der Qubits durchführt, hier nicht immer exakt das liefert, was man wahrscheinlich erwarten würde. Das liegt zum einen in der Quantenphysik selbst, die nicht deterministisch ist. Es liegt dann aber auch im technischen System des Quantencomputers, dass es dort Messfehler gibt beim Erfassen des Zustands eines Qubits und auch ein Phänomen, Dekohärenz nennt sich das, dass ein Qubit seinen Zustand verändern kann im Laufe der Zeit, ohne dass es direkt manipuliert wird durch den Quantencomputer. Ich werde darauf später noch ein bisschen eingehen. Das nächste, was man grundlegend verstehen sollte, ist, wie eine Operation auf einem Qubit durchgeführt wird. Wir haben jetzt hier im Beispiel dieses Schaltkreises, sehen Sie einen Kreis, blau mit einem Plus drin. Das stellt ein sogenanntes NOT-Gate dar. NOT ist wie bei einem konventionellen Rechner, es invertiert den Zustand des Qubits. Das heißt, ich hatte vorher das Qubit im Grundzustand 0 und wenn ich es invertiere, komme ich in den Zustand 1. Ich habe dann hier auch wieder eine Messung angeschlossen und Sie sehen rechts in der Verteilung, das ist jetzt genau umgekehrt zu dem, was wir eben gesehen hatten. Ich bekomme mit 97% Wahrscheinlichkeit messe ich die 1 und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit bekomme ich auch noch eine 0. Was man hier dazu erwähnen kann, man kann sich diese Operationen auch als Matrix-Multiplikationen vorstellen. Dazu gibt es einfach per Definition, dass der Grundzustand 0 mit dem Vektor 1, 0 kodiert wird und der angeregte Zustand 1 mit dem Vektor 0, 1. Und dann kann ich die Anwendung dieser NOT-Operation schlichtweg durch eine ganz einfache Matrix machen, die ich auf meinen Grundzustand anwende. Ich mache die Multiplikation und dann bekomme ich wie erwartet den angeregten Zustand 1. So, jetzt kommt der erste sehr interessante Effekt. Das ist die sogenannte Superposition. Ich hatte es bei der Vorstellung des Qubits ja schon erwähnt. Das Qubit kann nicht nur den Grundzustand 0 oder den angeregten Zustand 1 einnehmen, sondern es kann auch in beiden Zuständen gleichzeitig sein. Und zwar haben die Zustände dann eine gewisse Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich nachher beim Messen tatsächlich auch bekommen werde. Ich habe hier jetzt im Schaltkreis das Beispiel eines Hadamard-Gates. Das Hadamard-Gate, als rotes H dargestellt, bringt das Qubit in Superposition. Wenn ich jetzt hier diesen Schaltkreis dann nach der Anwendung des Hadamard-Gates messe, sehen wir, dass wir eine Gleichverteilung der beiden Zustände 0 und 1 haben. In der Bloch-Sphärendarstellung sind wir sozusagen also auf dem Äquator der Kugel. Das heißt, beide Zustände 0 und 1 sind gleich wahrscheinlich. Damit ist dieses Hadamard-Gate, was Sie hier sehen, auch ein Spezialfall der Superposition. Also Superposition kann durchaus auch ein anderer Punkt auf der Kugel sein, wo dann eben die Messung von 0 und 1 nicht mehr gleich wahrscheinlich ist, sondern unterschiedlich große Wahrscheinlichkeiten hat. Der zweite sehr wichtige Effekt der Quantenmechanik, der ausgenutzt wird für Quantencomputing, ist das Thema Verschränkung. Dazu möchte ich Ihnen jetzt einfach mal hier diesen Schaltkreis zeigen. Sie sehen, wir haben jetzt zwei Qubits, ein Qubit 0 und ein Qubit 1. Auf das Qubit 0 wenden wir das Hadamard-Gate an, das hatten wir gerade. Das heißt, dieses Qubit 0 ist jetzt in der Superposition, 0 und 1 sind gleich wahrscheinlich. Dann wende ich ein sogenanntes C-NOT-Gate an, das heißt ein Control-NOT. Nur wenn das Qubit 0 in Zustand 1 ist, wird das Qubit 1 invertiert. Das heißt sofort, die Wahrscheinlichkeit, welchen Zustand das Qubit 1 hat, hängt direkt vom Zustand des Qubits 0 ab. Und da ich ja das Qubit 0 in Superposition gebracht habe, das heißt, es gleich wahrscheinlich beide Zustände darstellt, ist natürlich die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit meinem Qubit 1? In was für einem Zustand ist es? Und ich möchte Ihnen das jetzt mal schrittweise darstellen, was dieser Schaltkreis verursacht. Wenn man jetzt nur das Qubit 0 misst, also das Qubit 0 ist in Superposition gebracht durch das Hadamard-Gate. Die Auswirkungen des C-NOT-Gate auf Qubit 1 interessieren jetzt erstmal nicht, sondern man misst das Qubit 0. Wie erwartet haben wir die Gleichverteilung beider Zustände.
weil es schlichtweg in Superposition ist. Ähnlich sieht es aus, wenn ich jetzt nur das Qubit 1 messe. Man kann sich das jetzt überlegen, also Qubit 0 ist in beiden Zuständen und wenn ich jetzt bedingt dieses CNOT anwende, dann wird es ja auch auf beide Zustände angewendet und damit kommt auch mein Qubit 1 in diesen Superzustand. Und das sehen wir hier, wenn ich das Qubit 1 messe, auch dort bekomme ich diese 50-50-Verteilung. Der interessante Effekt der Verschränkung zeigt sich jetzt, wenn ich beide Qubits zeitgleich messe, dann sehe ich, dass ich jetzt plötzlich nur noch die Zustände 0,0 und 1,1 mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit habe. Die Zustände, wo beide Qubits in unterschiedlichen Zuständen sind, also 0,1 oder 1,0, die haben keine Wahrscheinlichkeit mehr oder nur noch verschwindend gering. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Superposition eines der beiden verschränkten Qubits messe, die jetzt voneinander abhängen, wird auch sofort die Superposition des zweiten zerstört. Das heißt, ich kann diese Qubits hier nicht mehr getrennt messen. Ich kann eines von beiden messen, dann werde ich aber nie erfahren, in welchem Zustand das zweite war. Wenn ich den Zustand beider Qubits bekommen möchte, muss ich die zeitgleich messen, sonst klappt das nicht. Und das ist hier, was man Verschränkung nennt. Also wenn ich eines dieser beiden Verschränkten messe, dann tun sofort beide Superpositionen kollabieren und es werden konkrete Zustände zugewiesen. Jetzt möchte ich darauf eingehen, was eigentlich dieser maßgebliche Unterschied ist, der aus diesen quantenmechanischen Effekten herauskommt und den man eigentlich beim Quantencomputing ausnutzt, um Vorteile zu erzielen. Und das ist das Thema Quantenparallelismus. Wenn ich mir nochmal den Vergleich mit dem konventionellen Computer anschaue, ich gehe davon aus, ich habe ein Register mit 2 Bits, dann kann ich mit 2 Bits 4 Zustände kodieren, aber in dem Register steht immer nur einer dieser 4 Zustände drin. Also im Beispiel hier ist im Register dann der Zustand 0,0 kodiert. Dann wende ich darauf eine Rechenoperation an und bekomme auch als Ergebnis genau einen Zustand wieder heraus. Und das ist dann auch mein finales Ergebnis, was ich hier habe. Wenn ich das jetzt vergleiche bei einem Quantencomputer, bei dem ich 2 Qubits in Superposition habe, dann sehe ich in diesen 2 Qubits, da sie in Superposition sind, sind alle 4 Zustände zeitgleich enthalten. Das leistet mir eben genau dieser Effekt der Superposition. Und jetzt kann ich dann natürlich eine einzige Rechenoperation anwenden auf diese beiden Qubits und ich bekomme dann auch wieder, da die Qubits in Superposition bleiben, 4 Ergebniszustände. Das heißt, in diesem Beispiel hier, wo eben die Bits invertiert werden, oben hat man gesehen, klassisches Register, ich habe einen Zustand, den ich invertiere. Beim Quantencomputer, ich kann alle 4 Zustände gleichzeitig durch Superposition haben und ich kann sie auch mit einer Operation zeitgleich manipulieren. Der interessante Punkt ist jetzt eben hier, wie komme ich an mein Ergebnis? Durch Messen. Und beim Messen bekomme ich dann aber natürlich nur noch einen dieser 4 Zustände. Das heißt, ich kann zwar hier alle 4 Zustände gleichzeitig manipulieren, ich kann Operationen darauf ausführen, aber beim Messen bekomme ich nur einen Zustand und das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung, welchen von den 4 ich bekomme. Und das macht auch Quantencomputing schwierig, Algorithmen zu entwickeln, bei denen ich am Ende beim Messen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung habe der Ergebnisse, die mir hilft, korrekte Ergebnisse, die ich möchte durch meinen Algorithmus, von nicht korrekten Ergebnissen, die ich nicht als Ergebnis zurückbekommen möchte, separieren. Das ist eigentlich der schwierige Punkt, Anwendung oder Algorithmen vor allem für Quantencomputing zu entwickeln. Jetzt vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Man kann natürlich auch die Überlegung anstellen, auch beim konventionellen Rechner gibt es ja Paralleloperationen, also sowas wie Vektoroperationen. Muss man sich aber bewusst machen, wenn ich das dort einsetze, dann brauche ich schlichtweg mehr Bits, dann brauche ich zusätzlichen Registerplatz, um weitere Werte da kodieren zu können und dann auch parallel diese in einer Rechenoperation bearbeiten zu können. Als nächstes möchte ich auf das Thema eingehen, wo steht aktuell diese Quantencomputer-Hardware? Alles, was jetzt nachfolgen kommt, bezieht sich auch wieder auf supraleitende Computer, wie sie zum Beispiel IBM oder Google einsetzen. Man bezeichnet so ein bisschen diese aktuelle Zeit als NISQ-Ära, Noisy Intermediate Scale Quantum.
Warum ist es so? Zum einen, die Hardware, die es momentan gibt, die Quantenrechner, sie rauschen sehr stark. Also sie sind sehr fehleranfällig durch Rauschen. Und sie befinden sich in einem Bereich von 50 bis wahrscheinlich irgendwo in Richtung 1000 Qubits, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber wir sprechen noch lange nicht über irgendwie Millionen von Qubits. Und daher leiten sich diese beiden Begriffe Noisy und Intermediate Scale ab. Sie sehen hier auch rechts, das ist ein Bild von einem IBM-Quantenrechner. Was Sie eigentlich sehen, ist alles nur die Kühlung, um eben diesen supraleitenden Effekt zu bekommen. Ganz unten an der Spitze, was Sie eigentlich am unteren Bildrand dann in der Mitte sehen, dort sitzt quasi der eigentliche Quantenchip, der auch in der Größenordnung ist, wie man das von klassischen Mikroprozessoren kennt. Alles andere, was Sie hier auf dem Bild sehen, ist wirklich allein für die Kühlung gedacht. So, jetzt hatte ich gesagt, das Rauschen, woher kommt das Rauschen bei den aktuellen Rechnern? Das eine ist die Dekohärenz, das heißt ganz einfach, dass der Zustand von Qubits nur für sehr, sehr kurze Zeit stabil ist. Danach kann sich der Zustand einfach verändern. Das sind maßgeblich auch Wechselwirkungen mit der Umgebung, weil es nicht klappt, diese perfekt von der Umgebung abzuschirmen. Bei den IBM-Rechnern spricht man da aktuell über 80 bis 120 Mikrosekunden, in denen die Qubits ihren Zustand stabil halten können. Danach muss ich davon ausgehen, dass es da zu Abweichungen kommt. Der zweite Faktor ist hier die Genauigkeit der Operationen, die ich ausführe. Auch alle Operationen, die momentan auf die Qubits einwirken, funktionieren nicht perfekt, sondern sind immer mit kleinen Ungenauigkeiten behaftet. Und der dritte Faktor ist dann ganz einfach auch das Messen, also das Auslesen des Zustands von Qubits. Auch das ist momentan noch mit klaren Fehlern behaftet, dass ich hier nicht davon ausgehen kann, dass ich immer exakt die Ergebnisse bekomme, die von der Wahrscheinlichkeit her ich sehen sollte. Was heißt das jetzt? Welche Strategien kann ich momentan gegen dieses Rauschen in Betracht ziehen? Wir haben die Situation, je mehr Qubits ich in einem Schaltkreis habe und je mehr Operationen ich auf die Qubits ausführe, umso stärker wird eigentlich mein Fehler, der während der Ausführung auftritt. Wenn ich viele Qubits habe und viele Operationen, muss ich momentan davon ausgehen, dass das Ergebnis, was ich am Ende messe bei einem Quantenschaltkreis, wenig nutzbar sein wird. Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, Fehlertoleranz oder Fehlerkorrektur durch Redundanz zu nutzen. Das ist aber momentan in dieser Situation, wo man über wenige 100 Qubits spricht, schlichtweg nicht zielführend. Wenn ich 100 Qubits habe und 2 Drittel dafür für Fehlerkorrektur nutzen muss, dann bleibt mir einfach viel zu wenig übrig, um damit noch sinnvolle Probleme lösen zu können. Also wenn man in die weitere Zukunft blickt, wo vielleicht Millionen von Qubits zur Verfügung stehen, dann ist es kein Thema mehr, dass man dort auch eben Redundanzen nutzen wird, um die Fehleranfälligkeit einzelner Qubits gegenzusteuern. Was kann ich momentan machen? Ich kann mir 2 Strategien überlegen. Das eine ist, ich könnte sagen, ich benutze nur sehr, sehr wenige Qubits, kann dafür auf diese mehrere Operationen ausführen, um so die Fehleranfälligkeit im Rahmen zu halten. Wenige Qubits heißt aber natürlich, ich habe sehr, sehr beschränkte Problemgrößen, und das macht natürlich den Vorteil des Quantenrechners zunichte. Die zweite Strategie wäre zu sagen, ich nutze mehr Qubits. Ich führe dazu aber nur sehr, sehr wenige Operationen auf diesen Qubits aus. Und das ist die Strategie, die momentan sehr interessant ist. Man spricht hier dann von variationellen Quantenalgorithmen. Das werde ich jetzt auch noch etwas genauer in Einblick geben, was das so vom Grundkonzept her bedeutet. Ein variationeller Quantenalgorithmus ist ein parametrisierter Schaltkreis auf dem Quantenrechner, dessen Parameter aber auf einem konventionellen Computer optimiert werden. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, das ist stark vereinfacht, hilft aber den Grundgedanken zu verstehen, worum es hier geht. Ich habe hier zum Beispiel ein Optimierungsproblem, ich habe eine Zielfunktion f von x und ich suche jetzt einen optimalen Wert x, also einen Wert x, der mir das optimale Ergebnis von f von x liefert. Was ich jetzt dazu mache, ich gehe mit einem initialen Wert x und einer initialen Belegung der Parameter meines Schaltkreises auf den Quantenrechner, führe den Schaltkreis dort aus,
Das ist letztendlich so vorzustellen, dass auf dem Quantenrechner sehr effizient meine Funktion berechnet wird. Ich gehe mit dem Ergebnis zurück auf den konventionellen Rechner und führe dort eigentlich den Optimierungsschritt aus, bekomme also einen neuen Parametersatz, mit dem ich wieder auf den Quantenrechner zurückgehe, das Ganze mehrfach iterativ durchlaufe und am Ende dann irgendwann eigentlich einen Wert bekomme, der ein optimales oder nahezu optimales Ergebnis meiner Zielfunktion liefert. Also das ist dieses Grundprinzip des variationellen Algorithmus. Ich bin nur mit einer recht kleinen, sag ich mal hier, Transformationsmatrix, also mit wenigen Operationen auf dem Quantenrechner und gehe zwischendurch immer wieder zurück auf den konventionellen Rechner und kann damit also diese einzelnen Quantenprogramme, die ausgeführt werden, recht klein halten und kann sie somit unter diese Grenze drücken, wo meine Ergebnisse des Quantenrechners zu fehleranfällig wären. Ich habe Ihnen hier jetzt noch eine ganze Reihe Beispiele für variationelle Quantenalgorithmen. Das sind alles Algorithmen, an denen momentan sehr aktiv geforscht werden, die sehr aktiv auch in der Anwendung überprüft werden, ob man damit es schafft, reale Probleme zu lösen. Ein sehr bekanntes Beispiel ist der Quantum Approximate Optimization Algorithmus, kurz QAWA ist der Begriff, der hier oft fällt. Der ist dazu in der Lage, quadratisch unbeschränkt binäre Optimierungsprobleme, also Kubo ist hier das Stichwort, was immer wieder benutzt wird, auf dem Quantenrechner zu lösen. Es gibt da eine kleine, ich sage es mal, Erweiterung dazu, Quantum Alternating Operator Ansatz, wird auch gerne als QAWA abgekürzt. Die hilft dabei, wenn ich an mein Optimierungsproblem doch Randbedingungen habe, dass ich die besser in das Problem, also effizienter im Problem kodieren kann, als das bei dem ursprünglichen QAWA-Ansatz möglich ist. Also beim ursprünglichen Ansatz muss ich meistens sehr viele zusätzliche Variablen einführen und letztendlich Qubits nutzen, um Randbedingungen dann abbilden zu können. Dann gibt es zum Beispiel noch den Alternating Direction Method of Multipliers. Dort wird mir ein Mixed-Integer-Problem zerlegt in ein binäres Teilproblem, was ich gut auf dem Quantenrechner lösen kann, und dann ein konvexes Teilproblem, womit der Quantenrechner nicht gut klarkommt, das ich dann aber konventionell löse. Es gibt dann Variational Quantum Eigensolver, also klassische Berechnung von Eigenwerten, kennt man Simulationen chemischer Prozesse, Bindung, Grundzustand, ähnliches. Es gibt dann auch Variational Quantum Linear Solver, also lineare Gleichungssysteme lösen für finite Elemente, Verfahren und ähnliches. Und es gibt hier auch inzwischen erste Arbeiten Richtung Quantum Neural Networks, wo man also versucht, maschinelles Lernen dann auch durch den Quantenrechner zu beschleunigen. Das als kurze Einführung der Grundprinzipien von Quantencomputing, der quantenmechanischen Effekte, die ausgenutzt werden und was der aktuelle Stand ist, dass man eben mit in dieser NISQ-Ära auf variationelle Algorithmen angewiesen ist, die in Kombination mit einem konventionellen Anteil, also die Größe des Algorithmus auf dem Quantenrechner begrenzt und so eben für die NISQ-Ära geeignet ist. Als nächstes geht es dann weiter mit dem Teil zur Programmierung. Hier wird zuerst Jonas Klamroth übernehmen und ihn einfach mal an dem Qiskit-Framework, was für die IBM-Quantenrechner, also die Supraleitenrechner, zur Verfügung steht, zeigen, wie man dort direkt Schaltkreise erstellt und das am Beispiel des Deutsch-Joscher-Algorithmus. Ja, vielen Dank, Oliver. Genau, ich habe jetzt die Freude, Ihnen mal kurz zu zeigen, wie man also konkret Quantenalgorithmen heute implementieren kann. Und wir machen das am Beispiel Qiskit, also dem Framework, was federführend IBM entwickelt. Und ich möchte es beispielhaft zeigen an dem Deutsch-Algorithmus, der ist, wie der Name schon suggeriert, von einem Herrn Deutsch entwickelt worden und hat im Prinzip das erste Mal so ein bisschen zeigen können, dass Quantencomputer tatsächlich einen Vorteil in der Berechnungsgeschwindigkeit haben können.
Und die Frage ist, was macht dieser Deutsch-Algorithmus? Ich möchte Ihnen das einmal ganz kurz quasi demonstrieren, einfach in Standard Python. Es geht um die Frage, ist eine Funktion balanciert? Sprich, wir haben eine Funktion, die nimmt einen Bitstring und gibt ein einzelnes Bit aus. Und die Frage ist, gibt sie genauso oft 0 wie 1 aus? Dann nennen wir diese Funktion balanciert. Und wir machen jetzt die Einschränkung, dass wir uns nur Funktionen angucken, die entweder eben balanciert sind oder konstant. Das heißt, für jeden beliebigen Input-Bitstring tatsächlich denselben Wert zurückgeben. Und das kann man jetzt hier eben für eine Ein-Bit-Funktion ganz einfach machen und sagen, wir gucken uns einfach die beiden Werte für das Bit an, und wenn sie halt ungleich sind, dann ist die Funktion eben balanciert. Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, ist denn dann die Funktion not, also einfach das Flippen von einem Bit, ist das balanciert? Und das ist dann offensichtlich der Fall. Beziehungsweise, wenn wir uns eben eine konstante Funktion angucken, dann ist sie eben gerade nicht balanciert. Wir müssen uns, wie gesagt, auch im Laufe jetzt, wenn wir später auf mehrere Bits gehen, immer darauf beschränken, dass wir tatsächlich nur balancierte und konstante Funktionen betrachten. Okay, also wie können wir das Ganze jetzt auf einem Quantencomputer lösen? Dazu ist eine entscheidende Funktion ein sogenanntes Orakel. Das kommt auch in vielen Funktionen vor. Das ist, wie Oliver vorhin schon erklärt hat, im Prinzip die bedingte Anwendung von einer Funktion. Vorhin hatten wir das not, und in dem Fall ist es eine Funktion f, die im Prinzip gerade die Funktion beschreibt, die wir uns angucken wollen. Und jetzt wird es direkt ein bisschen kompliziert. Man kann sich diese Operatoren einfach zusammenbauen. Man muss jetzt hier nicht genau verstehen, wie das passiert, aber im Prinzip ist es so, wir können uns eben entsprechende Operatoren aus einer Funktion ableiten. Und wenn wir das haben, dann können wir uns jetzt eine Funktion definieren, die wir uns angucken wollen. Und jetzt gehen wir mal mit dem einfachsten Fall hier am Anfang rein und sagen, wir gucken uns eine Ein-Bit-Funktion an, und zwar einfach die konstant false liefert. Das ist also offensichtlich keine balancierte Funktion. Die werden wir uns dann jetzt ans Beispiel angucken. Wie bauen wir jetzt unseren Schaltkreis im Endeffekt zusammen? Das Ganze sieht so aus, und die typische Darstellung, die Oliver auch schon gezeigt hat, ist eben diese Variante hier, wo man eben für jedes Qubit eine Zeile hat und dann von links nach rechts der Schaltkreis ausgeführt wird. Das heißt, man kann das hier im Prinzip sehr, sehr schön sehen. Ein Schaltkreis in Qiskit wird als Objekt erzeugt. Und dann kann man einfach entsprechende Funktionen aufrufen, die dann die entsprechenden Gates auf dem Quantencomputer entsprechend halt ansteuern. Und jetzt möchte ich hier einmal ein bisschen reingehen, wie genau dieser Algorithmus sozusagen aufgebaut ist. Und dafür gucken wir uns die einzelnen Teile mal an. Also wir fangen hiermit an. Wir haben im Prinzip eine Initialisierungsphase. Und in dieser Initialisierungsphase, wir haben das vorhin schon gehört, das ist auch ganz typisch für fast alle Quantenalgorithmen, wird eine Superposition der Quanten, der Qubits erzeugt. Und dafür verwendet man normalerweise eben das Hadamard-Gate. Und das Hadamard-Gate, wie Oliver es schon gezeigt hat, funktioniert eben so, dass es gerade die Superposition erzeugt. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nur das machen und uns dann angucken, was passiert denn, wenn wir das Ganze messen, dann haben wir eben gerade die Gleichverteilung. Also alle Zustände werden mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gemessen. Aber, was wir vorhin ja auch schon gesehen haben, ein Qubit ist ja eigentlich ein Punkt auf einer Kugel, auf dieser Bloch-Sphäre. Und das Ding ist ja, dass alle Punkte, die auf dem Äquator liegen, sind gleich weit weg von beiden Polen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eben 0 oder 1 zu messen, ist auf allen diesen Punkten gerade 50-50. Was wir aber sehen können, ist, natürlich sind nicht alle Punkte auf dem Äquator gleich, sondern es gibt mehrere Punkte. Und das sieht man hier. Das sind die sogenannten Amplituden, die dann diese Qubits haben. Und hier sehen wir schon, manche haben eben negative Amplituden. Also manche Zustände sind mit einer negativen Amplitude vertreten.
Und das führt zwar zu derselben Wahrscheinlichkeit, aber der Zustand ist im Prinzip eben nicht derselbe. Und jetzt ist der spannende Effekt, der jetzt im nächsten Schritt passiert, wenn wir jetzt unser Orakel anwenden, was wir vorhin uns zusammengebaut haben, dann können wir im nächsten Schritt sehen, die Wahrscheinlichkeiten verändern sich gar nicht. Das heißt, im Prinzip an der Messung würden wir jetzt gar nichts erkennen. Aber wenn wir uns die Amplituden anschauen, dann sehen die anders aus. Zwar ähnlich, aber vorhin hatten wir eine positive Amplitude und dann eine negative und so alternierend. Und jetzt haben wir eine negative und dann eine positive. Also im Prinzip wurden gerade alle Amplituden einmal geflippt. Und das hat jetzt zur Folge, dass wenn wir jetzt im nächsten Schritt nochmal ein Hadamard-Gate anwenden, dann wird quasi auf eine gewisse Art und Weise werden diese Zustände jetzt sozusagen überlagert. Man kann sich vorstellen, ein Hadamard-Gate erzeugt die Superposition, aber es zerstört sie auch wieder. Also zwei Hadamard-Gates hintereinander auf einen Grundzustand angewendet, egal ob auf 0 oder 1, wird wieder genau denselben Zustand ergeben. Und im Prinzip wird dieser Effekt hier ein bisschen ausgenutzt, dass wir quasi versuchen, diese Superposition auf eine ganz spezielle Art zu zerstören. Und das führt dann dazu, dass wenn wir jetzt ein letztes Mal messen nach dem gesamten Algorithmus, dann fallen auf einmal zwei Wahrscheinlichkeiten komplett raus und wir haben nur noch zwei Zustände, die überhaupt auftauchen. Und wie man sich das intuitiv vorstellen kann, ist im Prinzip so, dass dadurch, dass wir diese negativen und positiven Amplituden haben, passiert Folgendes: Bei dem letzten Hadamard-Gate werden die sozusagen aufaddiert. Und jetzt kann es entweder passieren, dass sozusagen zwei Amplituden mit dem gleichen Vorzeichen addiert werden und dann addieren sie sich tatsächlich eben auf. Oder es kann passieren, dass Amplituden mit unterschiedlichen Vorzeichen aufaddiert werden. Aber wenn man gleich große Amplituden mit unterschiedlichen Vorzeichen aufaddiert, dann löschen sie sich offensichtlich einfach aus und fallen damit quasi auf Null. Und genau das passiert hier. Und wenn man das ist im Prinzip ein ganz typischer Effekt, den man in diesen Quantenalgorithmen ausnutzt, um sozusagen dann die Ergebnisse zu eliminieren, die man eigentlich eben nicht haben will. Und man konstruiert eben den Circuit gerade so geschickt, dass genau das bei den Ergebnissen passiert, die man nicht haben will und die sozusagen gewünschten Ergebnisse eben gerade hohe Wahrscheinlichkeiten erzielen. Das heißt, wenn wir uns das jetzt nochmal insgesamt angucken. Wir haben also eine Funktion, daraus können wir uns ein sogenanntes Orakel bauen, was im Prinzip einfach auch so ein spezielles Gate ist. Dann initialisieren wir unseren Schaltkreis, indem wir eine Superposition erzeugen. Wir wenden dieses Orakel an und zerstören die Superposition auf eine ganz spezielle Art sozusagen wieder. Und wenn wir dann messen, dann kriegen wir Folgendes raus im Endeffekt. Ich habe es hier unten schon mal hingeschrieben. Eine Funktion ist genau dann balanciert, wenn wir nur Nuller messen. Und jetzt habe ich es genau falsch rum gesagt. Also wenn wir nur Nuller messen, dann ist sie gerade nicht balanciert. Genau. Und jetzt haben wir hier eine konstante Funktion gehabt. Und siehe da, wir messen sozusagen tatsächlich auch mit 100% Wahrscheinlichkeit. Also wir haben 1000 Shots gemacht und in 1000 von 1000 Fällen haben wir 0 gemessen. Und dann wissen wir, okay, diese Funktion ist nicht balanciert. Jetzt könnte ich das natürlich auch einfach hier getrickst haben, aber ich zeige Ihnen das ganz kurz. Wenn wir jetzt zum Beispiel, vorhin haben wir auch schon drüber geredet, die NOT-Funktion, also gerade ein Bitflip, das ist offensichtlich eine balancierte Funktion, und wenn wir den ganzen Circuit jetzt nochmal ausführen, dann kommt tatsächlich auch raus, diese Funktion ist tatsächlich balanciert. Und jetzt können wir auch einfach das für beliebig viele Bits im Prinzip machen. Wir können einfach hier sagen, wir möchten jetzt mal eine 3-Bit-Funktion angucken, und dann können wir zum Beispiel sagen, die Funktion soll gerade die sein, bei der das letzte Bit 0 ist. Das ist offensichtlich gerade in 50% der Fälle der Fall. Also ist es wieder eine balancierte Funktion. Und auch dann können wir diesen Schaltkreis wieder entsprechend
ausführen. Und wir sehen, es kommen nicht nur Nuller raus. Das heißt, die Funktion ist eben gerade balanciert. Und das Spannende ist eben jetzt, wenn Sie sich vorstellen, wie viele Anfragen sozusagen an diese Funktion müsste ich auf einem klassischen Rechner machen, um diese Aussage treffen zu können? Na, die Antwort ist gerade sozusagen die Hälfte aller Werte plus eins, weil nach der Hälfte aller Werte kann ich immer noch nicht sagen, selbst wenn die alle sozusagen dasselbe Ergebnis liefern, das letzte Ergebnis könnte ja immer noch quasi eins sein und dann wäre sie balanciert. Das heißt, man braucht sozusagen, wenn man die Bits betrachtet, dann braucht man eben 2 hoch n, beziehungsweise 2 hoch n minus 1, Anfragen an diese Funktion, um diese Aussage machen zu können. Ein Quantencomputer kann aber durch diese Ausnutzung der Superposition das quasi in konstanter Zeit. Und das ist genau der Vorteil, den man sich bei Quantencomputern erhofft und den man eben auch auf, sag ich mal, ein bisschen spannendere Beispiele dann eben übertragen kann. Was ich Ihnen jetzt als letztes noch zeigen möchte, wir haben vorhin schon viel über diese NISQ-Error und die entsprechenden Fehler, die dabei auftauchen, eben gehört. Und genau das können wir uns jetzt hier auch angucken. Wir nehmen genau dasselbe Beispiel wieder. Beziehungsweise am Anfang würde ich gerne mal das einfach für einen Bit wieder zeigen. Wir nehmen wieder unsere Standardfunktion. Wir messen also hier mit 100% Wahrscheinlichkeit 0. Und jetzt können wir aber Folgendes machen. Jetzt können wir unseren Simulator, wir simulieren im Moment alles tatsächlich nur und rechnen es leider nicht auf einem echten Quantencomputer, aber wir können jetzt ein Backend sozusagen, ein konkretes Backend simulieren. Und was wir bis jetzt gemacht haben, wir haben sozusagen perfekt simuliert, ohne diese Fehler. Und wir können diese Fehler aber jetzt sozusagen absichtlich einbauen und mit simulieren. Und zwar simulieren wir die Fehler so, wie sie in Böblingen passieren. Das heißt, auf dem Quantenrechner, auf dem wir auch relativ viel rechnen, wenn wir auf den echten Quantenrechner gehen. Und jetzt machen wir genau dieselbe, genau dasselbe Experiment, aber nochmal mit Fehlern. Und was wir jetzt hier sehen ist, naja, wir messen schon das richtige Ergebnis mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, aber eben nicht mit 100%, sondern wir finden tatsächlich eben einzelne Fälle, in denen es eben Fehler gibt, weil dieses Ergebnis sollte in der Theorie nie vorkommen, aber es passiert eben. Und jetzt ist das hier noch relativ deutlich, aber was man sich eben angucken kann, das möchte ich Ihnen als letztes noch zeigen. Je mehr Qubits wir verwenden, umso größer werden diese Fehler tatsächlich. Also man sieht hier, für 2 Qubits haben wir noch immerhin mit 70% das richtige Ergebnis. Bei 3 Qubits kann man zumindest noch erkennen, was das richtige Ergebnis ist, mit irgendwie, sagen wir mal, gut 30% Wahrscheinlichkeit, aber es sticht zumindest noch heraus. Und wenn ich Sie jetzt hier fragen würde, was ist das richtige Ergebnis, was eigentlich mit 100% Wahrscheinlichkeit erreicht werden sollte, dann würden Sie sich wahrscheinlich schwer tun. Und es ist noch nicht mal das Wahrscheinlichste, sondern es ist eigentlich dieses hier. Also man sieht, ab 4 oder 5 Qubits werden die Fehler tatsächlich dann auch im Prinzip so groß, dass man tatsächlich, wenn man jetzt, das ist eine sehr sag ich mal, naive Herangehensweise, man kann da durchaus noch einiges machen, aber man sieht, wenn man sich da irgendwie nicht drum kümmert und diese Fehler sozusagen unbehandelt einfach mal so passieren lässt, dann kommt man relativ schnell auch in Gebiete, wo man tatsächlich Probleme hat, überhaupt das richtige Ergebnis erkennen zu können, sozusagen. Okay, das war jetzt tatsächlich auch schon mein Teil. Ich würde dann jetzt an den Max weitergeben, der uns noch ein bisschen zeigt, wie wir nicht so auf dieser ganz niedrigen Ebene, sondern ein bisschen höherer Ebene auch mit Qiskit etwas spannendere Probleme tatsächlich lösen können. Alles klar, vielen Dank. Genau, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil des Workshops, in dem ich, wie auch gerade angesprochen, gerne auch einen Anwendungsfall vorstellen würde, an dem wir auch gerade aktuell aktiv dran arbeiten und würde dann gerne zeigen, wie man das Ganze mit Qiskit quasi lösen könnte oder umsetzen könnte. Genau, bei dem Anwendungsfall eben, da handelt es sich um eine szenariobasierte Routenplanung zur Absicherung von Fahrfunktionen. Und der Hintergrund ist der, also man kennt es aus
etwas neueren Automodellen. Man hat da immer fortgeschrittenere Assistenzsysteme, Fahrfunktionen, die eben auch kontinuierlich getestet werden müssen. Und das ist eben auch genau der Hintergrund von diesem Anwendungsfall. Man geht da jetzt typischerweise so vor, dass man sich verschiedene Szenarien generiert, die man eben testen möchte oder worauf man diese Fahrfunktion eben dann wirklich prüfen möchte. Und genau diese Testszenarien werden dann im realen Straßenverkehr auch wirklich abgefahren mit einem prototypischen Auto, um eben zu schauen, ob die Anforderungen von den Fahrfunktionen eben auch erfüllt werden oder ob die auch richtig funktionieren. Konkret in diesem Fall ist die betrachtete Fahrfunktion eine Ampelsignalerkennung. Und hier gibt es natürlich mehrere Testszenarien, beziehungsweise man fokussiert sich eigentlich hier mehr auf Ampelkreuzungen, weil je nach Komplexität von der Ampelkreuzung kann auch gerade die Zuordnung zur Straßen- oder Fahrspur, also Ampel, die Assoziation von Ampel zur Fahrspur, zum Beispiel nicht eindeutig oder schwer erkennbar sein. Aber es gibt in dem Kontext natürlich auch noch andere Parameter oder Einflussfaktoren, die die Qualität der Erkennung in einer gewissen Form beeinträchtigen können, zum Beispiel unterschiedliche Wetterbedingungen, dann die Verkehrsdichte oder die Geschwindigkeit, mit der ich an die Kreuzung heranfahre. Ein weiteres Beispiel oder ein weiteres Problem an der Stelle ist, dass man so ein Prototypenauto, mit dem man die Fahrfunktionen im Endeffekt testen möchte, nur für eine beschränkte Zeit zur Verfügung hat. Also ein paar Stunden, ich glaube, es waren 8 Stunden. Und somit kann man sich das ganze Ziel, was man hier lösen möchte, so vorstellen. Man hat eben ein gegebenes fixes Zeitfenster und möchte dann innerhalb dieses Zeitfensters eine Route planen, in der man so viel Ampelkreuzung wie möglich eben abfährt und gegebenenfalls noch weitere Nebenbedingungen dabei berücksichtigt. Jetzt kann man sich an der Stelle natürlich die Frage stellen, okay, braucht man dazu jetzt wirklich einen Quantencomputer? Weil gerade in Sachen Routenplanung weiß man ja eigentlich, dass es jetzt für klassische Computer jetzt nicht mehr das große Problem ist. Und das ist soweit auch richtig. Was allerdings hier ein bisschen reinspielt, sind die Nebenbedingungen. Denn je mehr Nebenbedingungen ich betrachte, desto mehr schränke ich meinen Raum ein und desto rechenintensiver kann das Ganze eben werden. Und da werden Quantencomputer hingegen wieder sehr interessant. Genau, rein aus technischer Sicht kann man sich das so vorstellen, dass man das ganze Problem als ein Graph-Problem betrachtet. Ich beginne also damit, StreetMap-Datenbank abzufragen, hole mir erstmal die Straßenstruktur, das Straßennetz, filter mir dann daraus die ganzen Ampelkreuzungen und habe dann, wie jetzt rechts im Bild, im Grunde ein, alles auf einen Graphen unterreduziert, der mir dann wirklich nur die Ampelkreuzung beinhaltet, in dem ich dann im Endeffekt auch simulieren möchte. Was man jetzt im Grunde jedes Mal macht im Kontext von Quantencomputing oder Quantenalgorithmen, ist, dass man sich das Problem, das man lösen möchte, erstmal mathematisch definiert. Es ist an der Stelle jetzt nicht ganz klar, warum man das so macht. Und ich werde dann auch auf der nächsten Folie noch genau darauf eingehen, was da eigentlich die Hintergründe sind. Für die Folie müssen Sie mir das jetzt einfach glauben und es akzeptieren, dass das so ist. Aber wie gesagt, ich werde dann auf der nächsten Folie nochmal verdeutlichen, warum das wichtig ist. Und die mathematische Problemdefinition jetzt in diesem Kontext, gerade bei Graphen und Routen, denkt man natürlich sofort an das Traveling Salesman Problem, was auch eine mögliche Variante wäre, die man hier verwenden könnte, um die mathematische Problemdefinition herzustellen zu erstellen. Was wir allerdings in dem Kontext gemacht haben, ist, dass wir uns ein anderes Problem angeschaut haben, und zwar das sogenannte Orienteering-Problem, was im Endeffekt eine Kombination von Knapsack und Traveling Salesman-Problem ist. Und ganz allgemein gesagt geht es bei dem Orienteering-Problem darum, dass man eben einen Graph hat und innerhalb dieses Graphs versucht man, einen Pfad zu identifizieren, und dieser Pfad fährt verschiedene Knoten ab. Jeder Knoten ist hierbei mit einem gewissen Score oder Reward assoziiert. Man möchte jetzt eben die Summe der besuchten Knoten dann eben maximieren. Also mathematisch kann man sich das so vorstellen, man hat hier eben diese Kostenfunktion, die bekommt als Eingabe eine Entscheidungsvariable, x, y. Und x, y wird jetzt eben genau dann 1, wenn nach Knoten i Knoten j besucht wird und andernfalls 0. Also man kann sich quasi diese Entscheidungsvariable so vorstellen, dass eben genau einen solchen Pfad im Endeffekt kodiert. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich über die diversen Knotenpaare rüber summiere, mir eben schaue, wo die Entscheidungsvariable 1 und wo es 0 wird,
habe dann dadurch eine Summe von Scores und die möchte ich eben maximieren. Das ist eben genau das, was diese Kostenfunktion hier ausdrückt. Jetzt ist es an der Stelle natürlich so, dass man hier noch weitere Nebenbedingungen hat, die man eben berücksichtigen muss, auch gerade bei der Optimierung der Kostenfunktion. Und die erste wäre zum Beispiel, dass man hier sowas wie einen fixierten Start- und Endknoten hat. Vielleicht soll ich hier nochmal erwähnen, es ist nicht dramatisch, wenn man jetzt die Formel hier nicht direkt versteht, weil es so relativ technisch ist. Es ist völlig ausreichend, wenn man einfach nur die Bedeutung oder die Semantik dahinter verstanden hat. Wir haben es jetzt hier einfach aufgeführt, weil auch gerade später im Programmierteil die nochmal auftauchen und damit man halt dann die Assoziation sieht und damit man es auch einfach der Vollständigkeit halber hier mal aufgezählt hat. Genau, die zweite Nebenbedingung besagt hier, dass im Grunde jeder Knoten nur einmal besucht werden darf, also nicht zweimal, nicht dreimal, sondern wirklich nur höchstens einmal. Und dass wir ein gewisses Zeitlimit einhalten müssen. Also den Graph, den wir hier betrachten, die Kanten innerhalb dieses Graphen sind auch mit einem bestimmten Gewicht assoziiert. Dieses Gewicht ist eine Zeiteinheit, die im Endeffekt nur besagt, wie lange ich jetzt mit dem Auto brauchen würde, wenn ich jetzt genau dieser Kante folge. Das bedeutet so viel, dass wenn ich mir jetzt eben den Pfad anschaue, bei welche die Variable x, y kodiert, dann habe ich hier ja auch wieder eine totale Zeiteinheit oder eine totale Zeitdauer, die ich eben zum Fahren benötige, was quasi die Summe der Kantengewichte ist. Und die muss eben kleiner gleich einem bestimmten Zeitlimit sein, was in dem Fall hier jetzt genau T-Max beschreibt. Genau, das wäre die dritte Nebenbedingung. Und die vierte, die besagt eigentlich, ganz vereinfacht formuliert, dass XJ auch wirklich einen Pfad kodieren muss und nicht jetzt zum Beispiel zwei Teilgraphen innerhalb des gesamten Graphen, die allerdings nicht miteinander zusammenhängend sind. Genau. Das sind die vier Nebenbedingungen, die an der Stelle zu berücksichtigen sind. Genau. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wozu muss man sich jetzt diesen Aufwand, also warum muss man den Aufwand betreiben und das Ganze noch mathematisch formulieren? Und der Hintergrund ist einfach der, dass gerade im Kontext von Quantencomputing ist es so, dass man jetzt nicht direkt für jedes beliebige Problem anfangen kann, den dazugehörigen Quantenalgorithmus zu entwickeln. Im Moment ist es eher so, dass man einfach eine Menge von Quantenalgorithmen hat, von denen man jetzt genau weiß, dass sie bestimmte Problemklassen lösen. Eine Problemklasse wäre hier zum Beispiel der Kubo, also das, was der Herr Däniger auch schon eingeführt hatte, das Quadratic Unconstrained Binary Optimization Problem, von dem man eben jetzt zum Beispiel weiß, dass man sie mit einem VQE oder einem Quava, also auch die Algorithmen, die schon genannt wurden, sie dadurch eben gelöst werden können. Konkret für uns heißt das jetzt, dass wir die Problemdefinition, also das Orienteering Problem, auf eine der Problemklassen abbilden und dann im Endeffekt auf der Basis Quantenalgorithmen auswählen können, um jetzt genau dieses Problem zu lösen. In dem Fall haben wir das Orienteering Problem eben auf dem Kubo abgebildet. Und den Kubo können wir jetzt durch diverse Quantenalgorithmen eben lösen, um uns da die bestmögliche Lösung herauszufiltern. Genau, das Ganze würde ich jetzt einmal kurz hier zeigen. Also hier haben wir auch wieder ein Notebook vorbereitet. Die ersten zwei Abschnitte kann ich hier, schätze ich mal, kurz überspringen, weil es sind einfach nur reine Imports. Und hier habe ich Helper-Funktionen. Das ist jetzt erstmal nicht so interessant. Genau, hier haben wir den Codeabschnitt, der ist genau dieses Orienteering-Problem im Endeffekt als ein Linear Integer Program oder Constraint Linear Integer Program definiert. Da komme ich gleich drauf zurück. Für uns ist jetzt erstmal eigentlich dieser Codeabschnitt interessant, indem ich mir jetzt erstmal meinen Beispielgraphen einfach ausgeben lasse. Also der einfache Teil haben wir jetzt hier einen relativ kleinen und einfachen Graphen ausgewählt. Und was man jetzt hier eben macht, ist, dass man genau diesen quasi mit dem Orienteering-Problem abbildet. Also man ruft jetzt genau diese Funktion hier auf. Man hat auch diverse Möglichkeiten, das dann quasi mit APIs abzubilden. Wie gesagt, hier benutzen wir ein Linear Integer Program oder eine Library dazu. Und hier sieht man auch schon, dass man genau die Variablen definiert, wie ich sie auf den Folien gezeigt hatte. Das ist die Entscheidungsvariable x, y. Hier haben wir die U-Variable, die im Grunde in der letzten Nebenbedingung gezeigt wurde. Hier formuliert man sich die Kostenfunktion, die am Ende dann maximiert werden soll. Und im Anschluss kommen eben genau die ganzen Nebenbedingungen, die man eben während der
ja, während der Optimierung berücksichtigen muss. Genau, das ist, glaube ich, hier die vierte Nebenbedingung. Und im Anschluss hier kommen eben die restlichen. Das war hier die, die dritte und so weiter. Genau, man kann sich das Ganze natürlich jetzt auch nochmal einfach ausgeben lassen. Sieht hier eben die verschiedenen Ausprägungen der Entscheidungsvariable, die U-Variable, die Summe über die Variable, also im Endeffekt die Kostenfunktion, die man maximieren möchte, und hier die ganzen Nebenbedingungen, die man dabei berücksichtigen muss. Was man an der Stelle jetzt natürlich machen kann, ist, dass man sich das Ganze jetzt erstmal klassisch berechnen lässt. Ich meine, es ist eine Probleminstanz, die ist jetzt nicht so groß, das ist noch kein Problem. Und das kann man jetzt hier auch machen. Und man sieht jetzt eben auch, dass man eine Lösung hat. Man hat eine Route, man hat die Kosten dazu. Und was für uns natürlich jetzt interessant ist, ist der Teil hier, bei dem es darum geht, das Ganze jetzt mit einem Quantenalgorithmus zu lösen. Und hier ist natürlich mit Qiskit wirklich ganz nett, weil es relativ oder weil es eine recht gute API bereitstellt, mit der man dann auch genau, oder ja, was halt an vielen Stellen Dinge einfach vereinfacht. Zum Beispiel hat man hier die Funktion, mit der man genau dieses Orienteering-Problem, was wir definiert haben, uns jetzt als Kubo abbilden können oder das dahin konvertieren, dahin transformieren. Und als nächster Zwischenschritt, das ist ein bisschen technisch, aber ich werde jetzt mal grob rübergehen, muss man, damit man es eben auf einem Quantencomputer ausführen kann, das Ganze in einen Problem-Hamiltonian überführen. Und das kann man sich so vorstellen, dass es im Endeffekt eine Matrix ist, die genau die Kostenfunktion kodiert. Und man kann jetzt den maximalen Wert oder die Lösung, die den maximalen Wert erzeugt, jetzt genau so bekommen, indem man den minimalen Eigenwert dieses Problem-Hamiltonians sich berechnet. Denn der dazugehörige Eigenvektor kodiert genau die Lösung, an der wir eben interessiert sind. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt zu dieser Isingham oder zu Problem-Hamiltonian-Matrix müssen jetzt den entsprechenden Eigenwert dazu finden. Und genau das können wir jetzt eben mit einem Quantenalgorithmus machen. Ich meine, was natürlich ganz nett an Qiskit ist, dass es eine Menge Möglichkeiten bietet und auch an sehr vielen Stellen vereinfacht. Worüber man jetzt hier natürlich keine Kontrolle hat, ist einfach, wie der Quantenschaltkreis jetzt erzeugt wird. Und an der Stelle hätten wir jetzt einen Schaltkreis, ich meine, es waren 20 Qubits und das kann ich jetzt auf diesem Rechner nicht mehr effizient simulieren. Das heißt, ich muss ja quasi klassisch rechnen, damit ich einfach nur das Ergebnis mal zeigen kann. Ich habe tatsächlich auch den ganzen Code schon ausgeführt. Es hat jetzt eine Zeit gebraucht, bis man hier die Lösung hat. Man sieht zumindest, dass das wohl stimmt. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist einfach, dass wir diesen Eigenwert klassisch berechnet haben, auch über eine Funktionalität, die Qiskit bereitstellt. Aber es ist jetzt wichtig zu verstehen, dass man jetzt hier, so wie es jetzt hier auskommentiert ist, auch diverse Quantenalgorithmen verwenden könnte. Ich könnte es genauso gut in VQE verwenden können, also ein Variational Quantum Eigensolver oder eben den Quava, das der Denninger auch schon vorgestellt hat. Und würde damit im Endeffekt zum selben Ergebnis kommen. Genau. Also wichtig ist auch hier wirklich mitzunehmen, diese Abbildungskette, die man hat, bei dem man Probleme auf andere abbildet und dann dazu den entsprechenden Quantenalgorithmus aussucht. Genau. Gut. Auf der Folie haben wir jetzt noch verschiedene Anwendungspotenziale abgebildet und gerade im Quantencomputerumfeld kann man eigentlich sagen, überall, also es gibt zwei große Blöcke, zum einen Simulation und der andere ist eben eigentlich Optimierungsprobleme. Also überall da, wo ich irgendwelche chemischen Prozesse simulieren möchte oder quantenmechanische Abläufe, vielleicht sogar komplexe Moleküle simulieren möchte, überall da bietet eben Quantencomputing ein sehr großes Potenzial. Es ist natürlich führend in der Chemie- und Pharmaindustrie. Man kann sich aber auch vorstellen, dass es wirklich in anderen Bereichen, wo man andere physikalische Simulationen hat, auch relativ gut anwendbar ist. Und ansonsten natürlich in Bereichen, wo man Optimierungsprobleme hat und wo aktuelle Lösungen halt eher effizient sind, da ist Quantencomputing natürlich immer ein Kandidat, den man da alternativ betrachten kann. Und es umfasst wahrscheinlich natürlich viel mehr Bereiche, als sie eigentlich abgebildet sind. Also gerade Handel, Logistik, Verkehr, produzierendes Gewerbe, wo man diverse Optimierungsprobleme hat. Im Finanzbereich, im Energiebereich. Was man hier vielleicht nochmal extra erwähnen könnte, ist die IT-Sicherheit, wo Quantencomputer natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen, weil man auch gerade hier zumindest theoretisch zeigen kann,
dass das Quantenalgorithmen eben gerade RSA-Verfahren relativ leicht brechen können, was natürlich schon irgendwo besorgniserregend ist. Aber auch im KI oder maschinellen Lernen, gerade in dem Bereich, hat man auch gesehen, dass man bestimmte Teile von tiefen neuronalen Netzen mit quantenspezifischen Teilen austauschen kann und dann da auch eine gewisse Leistungssteigerung erzielen kann. Genau. Ansonsten ist auf der Folie ist noch eine kleine Übersicht über Quantencomputeranbieter, da auch ein kleines Bild, um hier einen ersten Eindruck zu geben. Und klar, da kennt man die klassischen Anbieter, IBM, Rigetti, Google und Microsoft, was im Grunde alles Vertreter von rein GATA-basierten Quantencomputern sind. Man hat hier unten noch D-Wave, was ein Unternehmen ist, was Quanten-Annealer unterstützen, also quasi eine andere Form von Quantencomputer, die im Endeffekt aber eher dazu ausgelegt sind, Optimierungsprobleme zu lösen. Genau, und dann ist es ja, wie wir es jetzt auch gesehen haben, so, dass dann die Anbieter auch ihre eigenen Software-Development-Kits mit ausliefern, mit denen man dann die Quantenalgorithmen implementieren und im Endeffekt dann auch auf dem Quantencomputer ausführen kann. Bei IBM haben wir jetzt eben gesehen, ist das Qiskit und genau die leistungsstärkste Maschine bei IBM ist aktuell auch ein Quantencomputer mit 127 Qubits. Wir haben Rigetti mit dem Forest SDK, was 32 Qubits Quantencomputermaschinen unterstützt und Google als ein drittes Beispiel mit Circ als SDK, was 72 Qubit Maschinen unterstützen. Genau das, um Ihnen einfach einen Eindruck zu geben und untermauert mit ein paar Zahlen. Genau, zuletzt würde ich dann noch kurz auf das Sequoia-Projekt zu sprechen kommen, an dem wir auch aktuell aktiv mitarbeiten und mitforschen. Und da geht es im Endeffekt um die Software Engineering industrieller hybrider Quantenanwendung und Algorithmen. Und prinzipiell kann man das Projekt in drei Hauptbereiche einteilen. Bei dem ersten Bereich geht es ums Anwendungszentrum und Algorithmen. Da werden primär Algorithmen bewertet, gegebenenfalls weiterentwickelt, erprobt, Potenziale werden bewertet. Es wird dann eine große Studie für Unternehmen durchgeführt, bei der man auch einfach versucht, das ganze Thema Unternehmen einfach ein bisschen zugänglicher zu machen, weil es da doch sehr technisch ist. Beziehungsweise man kommt auch nicht rum, sich mit der Mathematik und Physik zu beschäftigen, um das ganze Thema dann auch vollständig zu verstehen. Genau, und weitere Punkte wie Szenarien, Demonstratoren, das fällt im Grunde alles in diesen Bereich. Der zweite Bereich ist das Software Engineering Modell. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass man versucht, eigentlich etablierte Methoden aus der Softwareentwicklung auch für die Entwicklung von Quantencomputing oder Quantenalgorithmen einzusetzen, beziehungsweise idealerweise da auch ein vereinheitlichtes Vorgehensmodell zu finden. Und wird im Endeffekt in dem Bereich gemacht. Im letzten Bereich, bei den Software-Komponenten-Baukasten, da geht es im Wesentlichen darum, dass man eigentlich eine Werkzeugkette versucht, Entwicklern bereitzustellen, um eben Quantenalgorithmen oder quasi als Unterstützung, um Quantenalgorithmen zu implementieren und dann auf dem Quantencomputer auch umzusetzen. Genau, also wir sind da auch gerade aktiv beteiligt bei den Themen, wenn es darum geht, auch Quantenalgorithmen zu verifizieren. Das ist hauptsächlich, was der Klamroth macht. Und ich bin da, also im Grunde sind wir in allen Bereichen vertreten. Und was ich hauptsächlich in dem Projekt mache, ist Architekturfragen. Also wie müssen Architekturen konzipiert werden? Was muss man sich da, oder was sind die Herausforderungen, wenn ich da eben bestimmte Quantenanteile mit einbauen möchte? Das sind so die wesentlichen Punkte, mit denen wir uns in dem Projekt beschäftigen. Genau, dann wäre ich mit meinem Teil jetzt auch fertig. Und dadurch ist natürlich jetzt der Workshop auch mehr oder weniger beendet. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde dann damit jetzt auch die Fragerunde einläuten. Vielen Dank. Genau, wir hatten im Chat schon die erste Frage, die aufkam, ob man aktuell mit variationellen Algorithmen bessere Lösungen erreicht als mit konventionellen Methoden. Da kann man recht klar sagen, aktuell mit der Hardware, die im Bereich Quantencomputing zur Verfügung steht und auch mit den Algorithmen, die man kennt,
kann man keine besseren Lösungen erzielen, als es auf konventionellen Systemen mit auch den bekannten konventionellen Algorithmen möglich ist. Variationellen Algorithmen sind momentan der einzige Weg, überhaupt sinnvoll auf den Quantenrechnern zu arbeiten, solange sie dieses starke Rauschen aufweisen. Das wird sich dann hoffentlich ändern in einigen Jahren, wenn man Quantenrechner bekommt, wo hardwareseitig das Rauschen reduziert wird und man dieses Thema in den Griff bekommt. Genau, um diese Frage mal so ganz grob zu beantworten. Vielleicht haben es einige mitbekommen, vor 2 Jahren hatte Google mal einen Algorithmus bekannt gegeben und das auch als unter dem Stichwort Quantum Supremacy publik gemacht, wo sie gesagt haben, sie haben hier einen Algorithmus, den sie auf dem Quantenrechner effizienter ausführen können, als es konventionell möglich wäre. Das muss man in den Kontext setzen. Dieser Algorithmus hat keine praktische Anwendung. Also es gibt bis heute kein praktisches Problem, das man mit diesem Algorithmus lesen würde. Das ist also ein sehr, ich sage mal, künstlichen Vergleich. Und die Forschung arbeitet momentan eigentlich genau an dieser Frage, die erste praktische Anwendung zu zeigen, wo man wirklich sagen kann, ich habe auf einem Quantenrechner mit entsprechenden Algorithmen einen Vorteil gegenüber einem konventionellen Rechner. Also ich kann hier praktisch etwas zeigen, was ich momentan auf einem konventionellen Rechner nicht mit akzeptablem Aufwand lösen könnte. Das so als Einordnung dieser Frage. Genau, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass manche Leute kommen da dann auch ein bisschen noch in Verwirrung, weil Max hat es angesprochen, es gibt auch noch die Quanten in Lila und bei denen ist es so, dass es ein bisschen anders aussieht, weil vor allen Dingen auch da die Anzahl der Qubits deutlich höher sind. Also wenn Sie in Erinnerung hatten, wir hatten gesagt 127 Qubits für universelle, also das ist immer das, was wir quasi als universelle Quantencomputer, also gatterbasierte Quantencomputer bezeichnen. 127 Qubits von IBM ist, glaube ich, tatsächlich der größte. Da soll es jetzt irgendwann Richtung 1000 gehen, aber erst in ein paar Jahren. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, D-Wave bietet jetzt schon Quantencomputer, aber dann eben Quanten in Lila an, die, ich glaube, über 5000 Qubits haben. Aber die, muss man eben sagen, sind eben keine universellen Quantencomputer, sind dadurch eben eingeschränkt in den Problemen, die sie überhaupt nur lösen können und können aber da natürlich dann entsprechend zumindest aktuell andere Problemgrößen auch quasi attackieren oder zumindest es sind damit irgendwie erreichbar. Ja. Nutzen Sie gerne die Möglichkeit, im Chat weitere Fragen zu stellen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir vielleicht auch auf gerade dieses Thema, was angesprochen wurde, weil das ja auch ganz interessant ist, so ein bisschen der Unterschied Quantencomputer, Quantenanniler. Es war ja gerade auch im Raum gestanden, Quantenanniler mit viel mehr Qubits und die Quantencomputer mit recht wenig Qubits aktuell. Der Unterschied ist tatsächlich, welche Möglichkeit ich habe, Operationen auszuführen. Die Quantencomputer an sich, zum Beispiel IBM, sind recht universell. Ich kann dort eigentlich beliebige Operationen auf mir aus elementaren, vom Rechner unterstützten Operationen zusammenbauen. Die Quantenanniler sind darauf ausgelegt, gewisse Klassen von Optimierungsproblemen, eben genau diese Kubus, zu lösen. Das können sie sehr gut. Andere Probleme können sie eben überhaupt nicht lösen. Man geht auch davon aus, dass das Quantenanniling eine Art Übergangstechnologie ist, die jetzt momentan etwas im Vorteil ist gegenüber reinen Quantencomputern, die aber mit der Zeit hier von den universellen Quantencomputern überholt werden wird, was die Leistungsfähigkeit angeht. Ah, genau, jetzt sehe ich, ich habe die Frage auch schon so halb aufgegriffen, die gerade gestellt wurde. Vielleicht, um auch auf das Thema Qubits nochmal ein bisschen zurückzukommen, die reine Qubitzahl ist auch, wird gerne im Marketing immer als erstes genannt. Man muss die ein bisschen relativieren. Also ich kann einen Rechner bauen mit sehr vielen Qubits, die aber qualitativ sehr schlecht sind, also sehr geringe Dekohärenzzeit haben, bis sie ihre Zustände verlieren. Ich kann aber auch einen Rechner bauen, der weniger Qubits hat, die dafür eine höhere Qualität aufweisen. So dass man das so ein bisschen, man spricht auch manchmal von Quantenvolumen, um diese Rechner ein bisschen besser zu charakterisieren. Und man muss auch verstehen, eine ganz entscheidende Frage ist, wie gut die sogenannte Topologie ist, das heißt die Verbindung zwischen Qubits. Welche Qubits kann ich tatsächlich von der Hardware-Seite her miteinander verschränken? Also hier haben die universellen Quantenrechner momentan auch sehr, sehr einfache Topologien, wo ich wirklich nur ganz ausgewählte Qubits miteinander verschränken kann.
und nicht in der Lage bin, wenn der Rechner 30 Qubits hat, alle miteinander zu verschränken. Da haben die Annealer auch Vorteile, weil sie momentan in der Lage sind, hier wesentlich mehr Qubits miteinander zu verschränken. So, dann haben wir die nächste Frage hier. Genau, die Fehleranfälligkeit. Also sowohl die Anzahl der Qubits wirkt auf den Fehler ein, als auch die Anzahl der Operationen. Das heißt, wenn ich auch ganz wenige Qubits nehme, habe ich trotzdem den Effekt, dass ich mit jeder Operation eine kleine Ungenauigkeit reinbekomme. Das heißt, auch mit der Anzahl der Operationen steigt auch die Fehleranfälligkeit. Deshalb auch diese variationellen Algorithmen, die versuchen, wirklich sehr, sehr wenige Operationen nur auszuführen. Also um die Frage hier zu beantworten, ich bin auch, wenn ich mich auf wenige Qubits beschränke, nicht in der Lage, dort sehr viele Operationen auszuführen. Zum einen, weil die Operationen, wenn ich sie hintereinander schalte, einfach dann eine Gesamtungenauigkeit liefern, die hoch ist. Zum anderen, weil ich dann natürlich irgendwann auch in den Bereich komme, wo die Dekohärenzzeit der Qubits erreicht wird, wo einfach, egal wie genau ich meine Operationen ausführe, das Qubit nicht mehr in der Lage ist, seinen Zustand korrekt zu halten. Gibt es weitere Fragen, die wir Ihnen beantworten können? Ansonsten können wir sicher auch nochmal auf die Frage eingehen, was ist eigentlich wirklich die Perspektive, wo man momentan am ehesten Vorteile sieht. Also wir hatten das auf der vorletzten Folie, die Max gezeigt hatte. Also ein ganz, ganz interessantes Thema sind natürlich die Anwendungen, wo man wirklich quantenmechanische Prozesse simulieren möchte. Das ist Chemie und Pharma. Da möchte ich eigentlich, wenn ich Eigenschaften eines Moleküls kennen möchte, wenn ich wissen möchte, wie dieses Molekül vielleicht mit anderen reagiert oder wie es auch, wie stabil es ist, welche Veränderungen es vielleicht selbst unterliegt. Da hat natürlich der Quantenrechner genau die großen Vorteile, weil real laufen da ja auch die quantenmechanischen Effekte ab, die auf das Molekül einwirken. Und der Quantenrechner ist ganz einfach in der Lage, da er auf genau diesen Prinzipien basiert, das sehr effizient zu simulieren. Deshalb ist das eigentlich die Problemklasse, wo man momentan die größte Perspektive sieht, dass man hier enorme Vorteile erzielen kann. Gefolgt dann von den Optimierungsproblemen, wo es vor allem, das hatten wir auch schon erwähnt, dann um den Fall geht, wenn ich sehr komplexe Optimierungsfragen habe, also nicht mehr zum Beispiel eine einzelne Route finden möchte, das geht heuristisch heute schon sehr gut, sondern ich möchte zum Beispiel einen kompletten Verkehr einer Stadt optimieren, also ich möchte Verkehrssteuerung machen, ich habe dann tausende von Fahrzeugen mit individuellen Routen und ich möchte das dann eigentlich global für die ganze Stadt optimieren, Straßen gleichmäßig auslasten, vermeiden, dass es zu Staus kommt in gewissen Bereichen. Also wenn ich in diese Größenordnung vorstoße, dann bekommt der Quantenrechner eigentlich seine Vorteile. Ähnliches Spiel, wenn ich sehr große Logistiknetze habe, die ich optimieren möchte. Also wenn es mir auch nicht mehr um einzelne Routen geht, sondern sehr große Flotten, tausende Fahrzeuge, über die ich mir Gedanken mache. Genau, dann hatten wir hier jetzt noch die Frage, kann ich als Normalbürger mit dem Simulator spielen? Ja, also das ist von allen Herstellern, sind die Software-SDKs frei verfügbar. Alle liefern auch in irgendeiner Form einen Simulator mit, der auf dem eigenen Rechner läuft. Das kann man machen. IBM hat zum Beispiel unter dem Stichwort IBM Quantum Composer, da haben sie so eine Online, eine Webplattform, da können sie wirklich auch grafisch diese Quantenschaltkreise zusammenziehen. Das heißt, sie sagen, ich habe 3 Qubits, dann können sie grafisch diese Operationen da platzieren und es wird ihnen quasi direkt im Browser auch angezeigt. Also die Simulation im Hintergrund läuft auf der IBM-Plattform. Das ist auch eine ganz niedrige Einstiegshürde, die sie haben, wenn sie da einfach mal das ausprobieren möchten. Was ist Superposition, was ist, wenn ich C0 mache und verschränke und dann am Ende sage, ich möchte messen. Also die Beispiele, die ich in der Einführung gezeigt hatte, das können Sie dort auch ganz einfach nachstellen, wenn Sie möchten. Tatsächlich kann man sogar bei IBM auch mit
also kleine Beispiele auch tatsächlich auf Quantencomputern laufen lassen. Also es gibt da mit langen Wartezeiten und Queuing und so weiter, aber theoretisch kann man sogar, wenn einem das mal in den Finger juckt, auch auf einem echten Quantencomputer einzelne kleine Schaltkreise laufen lassen. Also von den anderen Herstellern weiß ich nicht genau, wie öffentlich die zugänglich sind, aber bei IBM zumindest gibt es gewisse Rechner, die quasi, wenn man sich anmeldet, auch dafür zur Verfügung stehen. Also genau, kann man sogar nicht nur auf dem Quantensimulator, sondern sogar theoretisch auf dem echten Quantenrechner. Gibt es teilweise auch von den anderen Herstellern. IBM hatte das jetzt, glaube ich, konstant in den letzten Jahren angeboten, dass es da ein gewisses öffentliches Angebot gibt. Bei den anderen Herstellern war es, soweit ich es verfolgt habe, etwas wechselnd. Meistens hat man auch dort die Möglichkeit, kleine Programme mal auf reale Hardware laufen zu lassen, über dann ein Cloud-System, wo man dann sozusagen seine eigenen Programme erstellt und als Job an das Cloud-Backend schickt und dann Ergebnisse auch zurückbekommt. Hier die Frage mit den, heute hat man alle Qubits fehlerbehaftet. Die Frage ist, wenn die tatsächlich fehlerfrei wären, wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier einen Rechner mit 50 Qubits, die komplett fehlerfrei sind, dann hätte man tatsächlich die Möglichkeit, wahrscheinlich die ersten realen Probleme zu adressieren, weil dann ist man in der Lage, diese Klasse auch der variationellen Algorithmen zu verlassen. Wir hatten gerade das Beispiel IT-Sicherheit RSA-Verfahren, die maßgeblich durch diese, man nennt es den Algorithmus von Shor, Primfaktorzerlegung sehr schnell. Das ist zum Beispiel ein nicht variationeller Algorithmus. Das heißt, auf einem Rechner, der rauscht, habe ich keine Chance, den irgendwie sinnvoll auszuführen. Hätte ich 50 Qubits, die nicht rauschen, dann könnte ich zum Beispiel sofort einen Shor-Algorithmus ausführen. Das würde jetzt, glaube ich, wenn ich es im Kopf habe, mit 50 Qubits auch noch nicht reichen, um aktuelle Schlüssel zu brechen. Aber es gibt dann auch andere Verfahren. Crowver ist bekannt, das ist ein Suchalgorithmus, der eben auch durch Superpositionen sehr viele Pfade in meinem Suchraum gleichzeitig adressieren kann. Mit Crowver könnte man vermutlich dann sehr schnell da auch das eine oder andere reale Problem sinnvoll adressieren. Ob man dann mit 50 Qubits einen sehr großen Vorteil hat, gehe ich davon aus nicht, aber man würde sich wesentlich näher an diesen Punkt bewegen, wo man reale Probleme sinnvoll adressieren kann. Aber also ich glaube, im Prinzip ist die Idee natürlich richtig, dass man quasi mit einem Qubit mehr, als man simulieren kann, hat man sozusagen einen Quantencomputer, der theoretisch sozusagen zumindest mal Probleme lösen kann, die sozusagen dieser simulierende Computer eben nicht lösen kann. Und man muss sich ja auch eben überlegen, also ein Qubit mehr bedeutet sozusagen doppelte Power, das ist eben dieses exponentielle Wachstum, was dahinter steckt. Man muss sich aber eben auch bewusst machen, ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen, der Faktor, um sozusagen aus fehlerbehafteten Qubits ein logisches, nennen wir das normalerweise, also fehlerfreies Qubit sozusagen bauen zu können, der ist noch sehr umstritten, aber der liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 1000 Qubits. So. Und je nachdem, welche Rechnung man da zugrunde legt, merkt man natürlich, dass auch schon alleine, um auf 50 logische Qubits zu kommen, noch ein sehr großer Weg zu gehen ist, sozusagen. Gut, ich würde sagen, wenn Interesse besteht, eine letzte Frage könnten wir beantworten. Dann sind wir mit der Zeit euch durch. Ich sehe, es kommt keine Frage mehr. Dann vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, dass Sie das Thema interessant fanden. Ich hoffe, Sie haben mitgenommen, wie funktioniert Quantencomputing, wie sieht es ganz grob aus, wie man Quantenrechner programmieren kann und auch, dass Sie ein Gefühl jetzt bekommen haben, was sind Anwendungen und wo wird eigentlich diese Perspektive vermutet, dass Quantencomputer in der Zukunft hier bei gewissen Aufgaben konventionellen Rechner dann auch überlegen sind. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.